Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Stille am Morgen. Ich bin Chris und freue mich sehr auf die folgende gemeinsame Stille. Stille. Stille unterstützt mich dabei, bei mir anzukommen, bei mir zu sein, in mir zu ruhen und einfach immer mehr in meiner Mitte zu sein. Sie bedeutet, ich schaffe mir ein Fundament, das mir hilft, ganz leicht, fließend und anstrengungslos zu agieren, auch wenn es mal wieder hektischer wird, wenn mal wieder viel los ist da draußen. Wenn ich verwurzelt bin in meiner Stille, dann kann ich jederzeit zu ihr zurückkehren. Ich bin dazu gekommen durch einen Hinweis von Byron Katie und ich bin so dankbar für ihre Impulse auf so viele Arten und Weisen. Sie hat mal gesagt, Chris, the most important thing in life is literal listening. If you listen literally, life becomes very simple. Chris, das Wichtigste im Leben ist, dass du wörtlich zuhörst. Oder ist es wörtlich zuzuhören? Wenn wir wörtlich zuhören, dann wird das Leben sehr einfach. Und genau dieses wörtliche Zuhören fängt bei mir selber an. Beim genauen wörtlichen Zuhören, vielleicht auch der Gedanken, die auftauchen. Und dafür ist diese Stille da. Nimm deine Gedanken wahr, ohne dich damit zu identifizieren. Und gleich in der Stille, wenn du bemerkst, dass sich dein Verstand an einem dieser Gedanken festzuhalten scheint, dann frag dich, vielleicht ganz süß, was bist du ohne diesen Gedanken, ohne deine Gedanken? Und meine Einladung an dich, es ist diese Erfahrung gleich zu teilen, gemeinsam zu machen. Was sind wir ohne unsere Gedanken? Und die Erfahrung zu machen, uns in der Stille überraschen zu lassen von unseren eigenen Antworten. Ich werde gleich ein stilles Video starten mit einem Sonnenaufgang über dem Meer und am Ende der 30 Minuten wird dann ein Glöckchen erklingen. Wenn du magst, mach's dir also ganz bequem. Und vielleicht schließt du deine Augen oder du betrachtest die Bilder im Video oder was du sonst noch anschauen magst. Und dann beobachte, was du wahrnehmen kannst in deiner Stille. Was bist du ohne deine Gedanken?
Danke dir. Wenn du magst, dann nimm die Stille mit in deinen Alltag. Und wenn du Lust hast, dann mach für dich selber alleine weiter, jeden Tag. Vielleicht nimmst du dir dafür einfach morgens etwas Zeit. Und egal, ob du das tust, du weißt ja, nächsten Montag um 8.30 Uhr sind wir wieder hier. Naja, vielen Dank. Hab einen wunderschönen Tag und eine wunderbare Woche, still oder nicht. Bis bald. Tschüss.